In diesem Video geht es um die besten Fieberthermometer. Das Gütezeichen in dem Fieberthermometer-Test geht an den Boriwatt Fieberthermometer. Umweltfreundliche PP-Material ermöglicht es Ihnen, das Fieberthermometer stirnsicher zu verwenden. Das Infrarotthermometer ist perfekt, um die Temperatur zu messen, ohne das Baby, ältere Menschen oder Patienten während dem Ausruhen zu stören. Dank Infrarottechnologie können Sie die Körpertemperatur messen, ohne die Stirn zu berühren, um eine Kreuzinfektion zwischen mehreren Personen zu verhindern. Das ist sicherer und gesünder. Dieses Stirnthermometer mit fortschrittlicher Infrarottechnologie und hochpräzisem Sensor liest die Temperatur schnell in nur einer Sekunde. Das Infrarot-Stirnthermometer unterstützt automatische Speicherung von 10 Messreihen. Die große LCD-Hintergrundbeleuchtung hat je nach Temperatur 3 verschiedene Farben und abnormale Temperaturen werden von Warntönen begleitet. Das digitale Fieberthermometer Stirn ist für alle Altersgruppen, Erwachsene, Babys und Älteste konzipiert. Zusätzlich zur Messung der Stirn kann das digitale Thermometer auch die Temperatur von Raum, Objekt und Flüssigkeit messen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die zweite Wahl ist der Boriwatt Fieberthermometer. Dieses Fieberthermometer verwendet innovative Infrarottechnologie, um eine schnelle berührungslose Temperaturmessung zu erreichen, so dass keine Bakterien übertragen werden, was zu mehr Hygiene und Sicherheit führt. Das neue Design des Stirnthermometers ist mit 2 Messmodi ausgestattet. Mit Ausnahme der Stirn kann auch die Temperatur des Objekts und der Umgebung gemessen werden. Das Infrarot-Fieberthermometer ist mit dem hochempfindlichen Infrarot-Sensor-Mikroprozessor und dem LCD-Display ausgestattet. Das Baby-Fieberthermometer verfügt über eine Hochtemperatur-Alarmfunktion. Wenn eine normale Körpertemperatur 32 Grad bis 37,3 festgestellt wird, ist der LCD-Bildschirm grün. Wenn niedriges Fieber festgestellt wird 37,4 bis 37,9 Grad, leuchtet das orange Licht 3 Sekunden lang mit 3 kurzen Signaltönen und der Wert flackert. Wenn hohes Fieber 38 bis 42,9 Grad festgestellt wird, leuchtet das rote Licht mit 5 kurzen Alarmtönen, der Wert blinkt. Das Sparprodukt in dem Fieberthermometer-Test ist der Femometer Fieberthermometer. Schnelles und akkurates Ablesen, schnelle Messung, dauert normalerweise 20 Sekunden. Dieses Thermometer misst klinisch genau mit hoher Präzision. Oral, rektal und in der Achselhöhle. Es eignet sich zur Temperaturmessung für alle Altersgruppen. Babys, Kinder, Erwachsene und Haustiere. Wenn der gemessene Wert unter 32 Grad liegt, zeigt das Display L an, wenn er höher als 42 Grad ist, zeigt es H an. Mit der Speicherfunktion wird nach dem Einschalten automatisch der zuletzt gemessene Wert angezeigt. So können Sie den Fieberverlauf leicht nachvollziehen. Das Thermometer verfügt über eine automatische Abschaltfunktion. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, schaltet sich das Thermometer nach 10 Minuten ab. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, wird allerdings empfohlen, das Thermometer bald nach der Messung abzuschalten. Langlebig und einfach zu benutzen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.